Christian Staudinger, wollte 1971 über Bulgarien in den Westen flüchten. Dabei entging der DDR-Bürger nur knapp dem Tod. Bulgarien, Traumurlaubsland für Bürger der DDR. Auch für Christian Staudinger ist der Schwarzmeerstaat zunächst ein schönes, harmloses Land. Bereits 1970 fährt der Erfurter mit seinen Eltern hierher, wie tausende andere Ostdeutsche. Ich habe da keine Polizei auf der Straße gesehen, groß, ja, also keine Kontrollen. Und diese angenehme Stimmung hat sich ganz offensichtlich übertragen auf mein Vorhaben, die DDR zu verlassen. Ja, also dass Bulgarien da die Möglichkeit bietet, dass ich eben nicht erschossen werde, wie an der deutsch-deutschen Grenze. Eine falsche Einschätzung, wie man heute weiß. In der Stasi-Unterlagenbehörde hat man festgestellt, das MFS hat nicht nur mit dem bulgarischen Geheimdienst eng zusammengearbeitet, sondern es war auch mit eigenen sogenannten Operativgruppen vor Ort präsent. In dem Fall eine Gruppe von Stasi-Offizieren, die permanent in Bulgarien stationiert war, auf zwei oder drei Städte verteilt, auch dauerhaft, und die Möglichkeiten hatten, eben alles vorzubereiten, DDR-Bürger an Fluchtversuchen zu hindern. Als 18-Jähriger will Christian Staudinger über Bulgarien in die Türkei. Laut DDR-Landkarte ist der Fluss Velika die bulgarisch-türkische Grenze. Falsch. Auf dem anderen Ufer ist er immer noch in Bulgarien, wird verhaftet. 3 Wochen verbringt er in diesem bulgarischen Gefängnis in einer winzigen Zelle, in einem Kasten, der weder stehen noch liegen kann. Oft schreit er vor Hunger. Und jedes Mal, also wenn ich geschrien habe, ja, und dauerhaft geschrien habe, batsch, kam einer rein mit seinen Stiefeln, hat mir ins Geschlecht getreten und dann bin ich auch besinnungslos geworden. Und Besinnungslosigkeit kennt keinen Schmerz. Er wird in die DDR zurückverfrachtet, dort verurteilt und nach 13 Monaten Haft in den Westen freigekauft. Christian Staudinger ist kein Einzelfall. Schlimmer noch, Flüchtlinge wurden sogar kaltblütig erschossen. Die Arbeitsgemeinschaft 13. August im Haus am Checkpoint Charlie sammelt seit 1961 solche Fälle. 16 Todesopfer sind dort bislang namentlich bekannt. Bis jetzt, die Menschen, die uns bekannt sind, die wir recherchieren konnten, die Namen, sind alle junge Menschen. Auf jeden Fall, alles das kann man mit einem Wort bezeichnen, Mord. Mit auf dieser Liste Werner Hans Gamke. Er versucht 1965 über Bulgarien nach Griechenland in den Westen zu gelangen, wo seine Eltern und seine Schwester leben. Sigrun Weidenhammer ist Gamkes Nichte. Also laut Unterlagen muss es so verlaufen sein, dass er, ja, dass er sich abgesondert hat von seiner Reisegruppe und dann ja auf die Grenze zugegangen ist, auf die griechische Grenze. Und dort wird er kaltblütig erschossen. Was Sigrun Weidenhammer über ihren Onkel weiß, geht aus einem einmaligen Schreiben einer bulgarischen Behörde hervor. Darin heißt es, Gamke hätte nicht auf Zurufe reagiert. Zitat: Worauf unsere Grenzposten laut Vorschrift von der Waffe Gebrauch machen mussten, um ihn am Übertreten der Grenze zu hindern. Dabei wurde er tödlich getroffen. Also gab es auch in Bulgarien einen Schießbefehl. Besonders makaber, der 28-jährige Werner Hans Gamke wurde an der Stelle verscharrt, an der er erschossen wurde. Bulgarien ist inzwischen Mitglied der Europäischen Union. EU-Abgeordnete wie Gisela Kallenbach versuchen seit Jahren, das Land zur Aufklärung der eigenen Geschichte zu bewegen. Ein zähes Unterfangen. Offensichtlich ist in Bulgarien leider die Situation, dass sehr viele der Täter von damals heute in Amt und Würden sind und sie überhaupt kein Interesse haben, dass ihre ehemalige Vergangenheit und ihr Tun und ihr Beitrag zu dem Funktionieren des totalitären Regimes irgendwie aufgedeckt würde oder man darüber sprechen würde.
aufzuklären, gibt es noch viel in Bulgarien. Wie Christian Staudinger haben 25.000 andere DDR-Bürger versucht, über den Ostblock in den Westen zu flüchten und sind gescheitert. Wie viele beim Fluchtversuch ums Leben gekommen sind, wie Werner Hans Gamke, ist bis heute unbekannt.